Oh. 97 Geld. Geld, na, das ist ja für jetzt noch eine Menge, ne? Oh, die ersten Kartoffeln sind fertig. Ei, ei, ei. Wow, was ein Brief. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgesehen hast. Warum stattest du mir nicht deinen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees, im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Klingt super. Trifft dem Turm des Zauberers. Oh, Zauberer sogar. Behalten wir es noch in einer. Oder was können wir verkaufen für, keine Ahnung, Pistazien oder so. Oh Gott, das ist ja erst 7er. Ja, dann gehen wir nochmal zurück und gießen die Pflanzen und kommen dann nochmal zurück. Gießen wir mal kurz die Pflanzen. Ich werde jetzt auch noch die Fläche gießen, die noch nicht hat, da ich dann einfach nur die Pflanzen pflanzen muss und sie dann nicht gleich nochmal gießen muss. So, jetzt sollte genug da sein. Oh, eine Aufgabe. Ich hätte keinen Topas mehr auf meinem Regal. Stellen. Nochmal. Ich hätte gerne Topas auf mein Regal stellen. Stellen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei. Wenn wir Topas haben, dann könnten wir das machen gleich. Dann gehen wir erst zu ihm, dann zum Zauberer. Ja. Das sollte klappen. Wow. Nehmen wir davon 4, ne, 5 und Tulpenzwiebeln. Okay. Das können wir uns lassen. Dann, keine Ahnung, nochmal 5 Kartoffeln. Dann sparen wir erstmal den Rest. Aber welches Level sind wir gerade? Fähigkeiten. Hoharbeit 1, Minenarbeit 1, Sammeln 1, Fischen 1. Kampf sind wir noch auf neu. Ah, da müssen wir mal ein bisschen was machen, ne?
wir haben sogar Topas. Das ist gut. Dann können wir gleich mal noch mal ein bisschen Geld holen. Sebastian. Ups, Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Bei mir ist nämlich gerade ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Mal wieder. Da ich da jetzt mal drüber nachdenke, das passiert recht häufig. Ich mache mir langsam Sorgen um die ganzen Vögel. Ich habe jetzt mal gegoogelt kurz, wie sein Verhalten ist und ja. Da wir noch nicht mit ihm befreundet sind, so gut, deswegen ja. Müssen wir warten bis 15 Uhr und dann. Weil vorher können wir ihnen das nicht geben. Bis wann haben wir denn überhaupt Zeit, das zu geben? Lieferung, 2 Tage. Jo, das könnten wir schaffen, ne? Oh, Vogel. Oh, da fliegt er weg. Schade. Ah ja. Ich hoffe, dass euch diese Folge wenigstens gefällt. Meine Schwester ist so merkwürdig. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt verwandt sind. Und hoffentlich. Sonst wird die Situation kompliziert. Hallo, das Wetter ist heute interessant, oder? Entschuldigung. Ja, okay. Ich bin seit ganzen 20 Jahren Bürgermeister dieser Stadt. Keiner möchte gegen mich antreten, wenn es Zeit für die Wahl ist. Ich gehe immer davon aus, dass ich also alles richtig mache. Ich mag es, Bürgermeister zu sein. Ja, oder keiner will diesen scheiß Job haben. Uff. Ja. So, was hat er gesagt? Tritt den Turm des Magiers. Den Turm des Magiers, ja. Sollten wir irgendwie hinkriegen, ne? Wieder am Sonntag. Und Jess. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab's schon wieder vermasselt. Okay, sie wiederholt sich nur. Oh, wer bist du denn? Eine wunderschöne Region ist das hier. Einer meiner Lieblingsstationen. Das Schwein mag es auch. Mag es ja auch. Uff. Tomaten. Oh. Oha. Was? Gut, lassen wir es mal sein. Ich habe mal hier hin. Oh, Hofbuch aktualisiert. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Komm rein. Ich bin Rasmodeus, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen den physischen und den ätherischen. Meister 7 Elementare. Dude, du sollst mal weniger rauchen, Alter. Hüter des Heiligen Gral. Du verstehst schon. Das hätte ich gerne nochmal gehört, was du da genau sagen wolltest. Und du, Lisa, deine Ankunft habe ich schon lange vorhergesehen. Na gut. Hier, ich will dir etwas zeigen. Sieh her. Oh, das sind die Dinger, die ich im
Zimmer gesehen hast. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Sie nennen sich Junimos. Ah. Sie sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Hoffentlich. Ja? Oh. Du hast eine goldene Schrift in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant. Warte hier, ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Du kannst mich doch nicht hier einfach allein lassen. Alles klar. Wer gehört? Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wow. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus seinem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Wow, muss ich so einen guten Hasch kaufen, Alter? Eins mit der Waldmagie. Was meinen Sie damit? Puh. Ich hab gehört, hier gibt's gutes Gras in der Nähe. Aha. Komm her. Ich will hier wieder raus. Ich will hier nicht typen, nicht mit dem reden. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Du, dieses Gesicht, Alter. Was zur absoluten Hölle, Alter. Babyfarn, Moosmaden, Karamellengiftpilz. Bitte was? Der wird mich einfach umbringen. Kannst du das riechen? Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Schur. Schuhe. Oh, danke für die Energie. Du, was hast du mir da reingetan, Alter? Dieses andere heftige Zeug hast du mir da reingemacht, Alter. Heilige Scheiße. No, no, no. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Lesen. Nein, danke. Da muss ich nicht nochmal hin bei dem alten Typen da. Was gibt ihr mir nächstes Mal? Die Magie. Nee, nee, der Typ ist ganz komisch, Alter. Ganz komischer Kauz. So. Dann gehen wir mal Richtung Sebastian. Ja, machen wir da lang. Vielleicht kriegen wir ihn, vielleicht treffen wir ihn ja noch. Können wir es ihm gleich geben? Sonst müssen wir dann bis 18 Uhr warten. 18:30 Uhr? Ja, mal so in dem Dreh. Zur Not cutte ich das dann halt einfach auch aus, ne? Was hast du denn hier? 4000 Gold. Hühnerstall. Stall bietet vier. Achso, ich lese mal das nochmal was so. Bietet Platz für vier Kleintiere. Bietet Platz, also Stall bietet Platz für vier Stalltiere. Gibt dir die Möglichkeit, deine Gießkanne wieder aufzufüllen. Okay, Brunnen. Silo ermöglicht, das Gras zu schneiden und als Futter aufzubewahren.
Darin sehe ich mich jetzt gerade echt müde. Ermöglicht es Weizen, Rüben und Reis zu mahlen. Ja, das wäre auch noch eine Investition, die ich sehen könnte. Schuppen. Ein leeres Gebäude, fülle es mit was auch immer du willst. Der Rinderraum kann eingerichtet werden. Sehr gut. Fischteich. Züchte Fische und ernte ihre Produkte. Fische vermehren sich mit der Zeit. Hoffentlich. Ein Heim für einen Freund. Wird aus landwirtschaftlichen Geldmitteln subventioniert. Genau das gleiche nochmal in Türkis. In Rot. Pferdestall. Ermöglicht es, ein Pferd zu halten und zu reiten. Pferd inklusive. Sau gut. Schleimstall. Züchte bis zu 20 Schleimer. Für die Wasserdroge und die Schleimer werden Schleimbälle produzieren. Wow. Versandsbehälter. Wirf Gegenstände hinein, um sie über Nacht zu verkaufen. Ja, das war's dann auch. So. Cut. Okay. Da ist er. Na, kommt doch mal. Hey, danke für die Hilfe. Genau was ich brauch, was ich genau das, was ich wollte. Hey, dein Name ist Lisa, richtig? Jo. Haben wir jetzt bekommen? 240. Ist auch stark. Jo. So, jetzt können wir uns nochmal das Gemeinschaftszentrum anschauen. Und weg ist er wieder. Oha. Rückkehrreparatur. Okay. Frühlingszwiebel, Löwenzahn, Narzisse. Frühlingszwiebel? Ja, kriegen wir hin, ne? Klebrig. 500 Harz? Wow. Okay. Stimmt ja, ich habe ja auf zufällig gedrückt, so das mit dem Dingern da. Violetter Pilz. Straßenfahren. Hopfen. Ah. Weintrauben. Gewürzbeeren und Edelwicke. Winter. Ja, okay. Ah. Ja, dann könnten wir uns eigentlich mal ransetzen, das zu machen gleich. Also, das werden wir wahrscheinlich heute noch finden. Jo. Na, dann setzen wir uns mal ran. 500 Harz müssen wir sammeln. Na, das ist eine Aufgabe. Hey, Alex. Hey. Du willst mit mir reden? Ich bin beschäftigt. Ach, diese Stadt ist freundlich wie unfreundlich wie eh und je, ey. Ich hab auch schon gesprochen. Hallo Mana. Hi. Macht es Spaß, auf den Hof zu arbeiten? Jo. Nun, das ist gut, nicht? Danke. Danke für gar nichts. Ups, Entschuldigung. Problem mit dir können wir auch mal sprechen. Ich nehme mir heute eine Pause von der Hausarbeit. Gut so. Wenn ich es nicht aus dem Haus schaffe, werde ich wahnsinnig. Jo. Außerdem muss ich meine Beine trainieren. Wow. Oh. Achso, ich würde runtergehen. Na, dann gehen wir mal weiter runter, ne?
Genau hier. Hier haben wir schon mal 4. Das ging einfacher als erwartet, ne? Ich würde sagen, wir machen das so. Machen wir eine Kiste fertig mit Gegenständen, die ich abgeben muss. Und dann geben wir die dann immer, gehen wir nicht wegen jedem einzelnen Teil dahin, sondern bringen da, keine Ahnung, so 7, 8, 10 oder wie auch immer, immer gleichzeitig hin, sodass wir halt immer ein bisschen was wie heißt denn das auf Deutsch? Progress. Fortschritt. Das wird immer ein bisschen auf Fortschritt sein. Ich weiß ja nicht mal, wie die ganzen anderen Dinger sind. Na dann. Hallo Lea. Wenn du in meiner Hütte irgendein Klopfen hörst, bin das vermutlich nur ich, während ich an einer Skulptur arbeite. Ja, das glauben wir dir alle. Also ich weiß nicht, was mit dieser Stadt los ist, aber die macht mir irgendwie Angst. Ich habe vorher nicht so wirklich auf das geachtet, was die Leute gesagt haben, auch bei meinem eigenen Playthrough. Aber jetzt, da ich da mal ein bisschen durchlese. Uff. Die sind nicht so. Also die machen mir ein bisschen Angst, wenn ich so ehrlich bin. Naja, dann holen wir uns so ein bisschen Stein hier. Kann ja eh nicht schaden. Oh, deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um diesen Felsen zu zerbrechen. Alles klar, Chefe. Alles klar. Jetzt. Gehen wir mal wieder hoch. Nehmen wir uns das Holz, machen wir eine Kiste. Packen wir sie hier hin. Und jo. Genau, Gemeinschaftszentrum, da können wir nachgucken. So, wir haben hier Frühlingszwiebeln, Löwenzahn, Narzisse und wilder Meerrettich. Hier klebrig, 500 Harz. Das können wir erst im Winter finden, im Herbst finden. Hopfen. Da muss ich kurz mal was gucken. Gib mir mal eine Sekunde. So, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgedacht. Also das können wir im Sommer finden. Das können wir eigentlich jede Zeit finden. Das könnten wir in der Skull Cavern finden. Also in der Skelett, also Schädelhöhle Höhle in der Wüste. Und die violetten Pilze können wir in der... Wer ist das? In der Höhle, die wir auf dem Hof haben. Sobald uns Demetrius die freischaltet, können wir die Nightreach bekommen. Ja, das ist easy zu finden. Das ist auch easy zu finden. Davon müssen wir die aufheben. Ja, also machen wir mal. Na dann. Na, wie haben wir denn hier schon? Einen. Naja, noch 499 Zuko. Wie hat sie das? Ich frag's einfach gar nicht. Na dann, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Stardew Valley. Auf Wiedersehen und vergesst nicht, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.